Jo, Uwe, du hast eine Spotify-Playlist kreiert, aber nicht nur das, du hast dir auch was dabei gedacht. Kannst du das mal gerade irgendwie so ein bisschen erklären und greifbar machen für den Videozuschauer? Ja, sehr gerne, klar. Ja, ich hab mir eine Playlist gebaut, wo ich einfach viele Leute auch aus der Ableton, ich liebe Ableton-Gruppe und auch aus der Feedback for Your Track-Gruppe drin habe und auch die immer wieder durchtauschen werde. Ich habe da mich ein bisschen reingelesen und habe festgestellt, dass es natürlich sinnvoll ist, zwischen 20 und 60 Songs in der Playlist zu haben, die sie auch immer wieder variieren, ja, also immer wieder Songs rausschmeißen, neue reinnehmen, dass sich da was bewegt und dann werden angeblich, ich kann es nicht nachvollziehen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es werden angeblich die Algorithmen von Spotify auf dich aufmerksam und werden dann quasi pushen deine Songs bzw. deine Playlists auch für andere. Und interessant wäre natürlich, wenn es aus der Gruppe, aus der Masterclass, aus den Facebook-Gruppen viele machen, die sich halt dann gegenseitig so aufpushen und wo man einfach vielleicht dann in Spotify sich gegenseitig ein bisschen nach vorne bringt. Also du meinst, dass die anderen auch eigene Playlists erschaffen, wo wiederum auch Tracks von anderen aus Genau, also einfach eine Playlist. Ich habe jetzt Mr. Clue and Friends zum Beispiel bei mir, ja, wo ich halt dann einfach auch ein paar bekanntere Leute reingehauen habe, aber natürlich auch viele von unseren Gruppen. Und ich werde die jeden Freitag mal posten, hier auf meinen Kanälen, werde da für Content auch ein bisschen sorgen und auch ein bisschen da mich in das Thema weiter reinlesen, was mit Spotify oder wie es mit Spotify dann ja, nach vorne geht, sozusagen auch, ja. Und ich würde es gut finden, wenn es wirklich auch andere machen, es ist nicht viel Arbeit, es sind ein paar Songs austauschen und dann postest du das auf deinen Kanälen und dann hast du im Endeffekt wirklich eine Community, die sich gegenseitig hochpusht, was andere Genres oder was in anderen Genres über Roboter läuft oder so, ja, kann man auch über eine große Community schaffen. Ja. Ja, das ist ja vielleicht auch also eine gute Idee für alle Autofahrer. Wenn man Playlists hat mit 20 bis 60 Songs, braucht man ja auch eine Gelegenheit, da sich überhaupt mal durchzuhören, ne, bei längeren Autofahrten. Kann man mal hören, was hat der Uwe gerade aktuell auf seiner Playlist beispielsweise oder was hat der XY auf seiner Playlist? Ja. Und durch die Plays kriegt das Ganze natürlich auch nochmal mehr an Ja, Fahrt, weil der Plays sind Algorithmus natürlich auch spielt. wichtig und da habe ich mir auch überlegt, also bei mir läuft zum Beispiel Spotify auf dem Handy, auch während diesem Call, ja, es läuft halt leise bzw. stumm geschaltet. Wenn ich arbeite, läuft die Musik eigentlich im Hintergrund leise, wenn ich telefoniere, läuft es halt dann leise weiter, aber es läuft halt, ja. Ist jetzt nicht so, dass man da jetzt sich hinsetzen muss und eine Stunde dranhocken muss, ja, sondern man lässt es halt laufen und hat generiert dadurch halt die Plays. Was können wir noch tun, um die Sache zu unterstützen? Also eigene Playlists, ist klar. Anhören ist das Zweite. Können ein bisschen pushen in Social Media, wenn jemand sieht, dass du das postest oder jemand anders, dass das Natürlich, das ist bleibt immer an den ganz gerne Zuschauern. gesehen, klar. Ich habe jetzt auch einen Chatverlauf. Die Idee habe ich bekommen durch einen Kollegen in den Gruppen, der hat das Thema mal mit der Spotify-Playlist angeteasert. Er wollte eine für die Gruppe und dann habe ich mir halt gedacht, wieso eine für die Gruppe, wieso nicht viele also jeder eine für sich selber und die Gruppe damit pushen. Und da waren natürlich auch einige, die geschrieben haben, ja, geht nicht und Spotify macht sowieso, was sie wollen und bla 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 und du wirst sie nicht alle erreichen, es wird nicht jeder mitmachen, aber ich finde, wenn schon mal 10 Leute oder so, wenn die sowas machen oder 20 Leute, dann hat man einen schönen Austausch und man kann ja die Songs immer wieder hin und her schieben, ne? Und kann sich Sehr da geil. gegenseitig pushen. Sehr, sehr geil. Also wenn du das Video jetzt hier siehst, lass dir das als Inspiration helfen. Erstelle eine Playlist, hör die durch, hör die auch vielleicht im Hintergrund durch, wenn du Auto fährst, wenn du arbeitest. Und wenn du siehst, dass andere das machen, dann supporte das, indem du das likest, kommentierst, weiter teilst in den sozialen Medien. Dann kommen wir ein bisschen hier, dann wirbeln wir ein bisschen Staub auf. Sehr schön. Vielen Dank, Uwe. Hat Genau. Spaß gemacht.
Ja, hat mich gefreut. Ich hoffe, es bringt viel und es sind viele dabei. Ja, vielen Dank.